Guten Abend im Livestream der Musikwerkstatt der Alten Schmiede. Ich begrüße Sie zum heutigen Konzert. Es spielt das Saxophonquartett Four Saxes, das vor 19 Jahren gegründet wurde. Seit Ihrer gemeinsamen Studienzeit an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien sind die Four Saxes bei vielen Konzerten gemeinsam aufgetreten und widmen sich besonders der zeitgenössischen Musik aus Österreich. Der Titel des heutigen Abends, Rhythmische Erzählungen, bezieht sich auf die besonders rhythmische Behandlung bei diesen Kompositionen. Das erste Werk, das wir hören werden, ist vom österreichischen Komponisten und Klarinettisten und Dozenten Franz Cibulka. Er schrieb für den Saxophonisten Otto Frovnik aus Slowenien mehrere Werke. Das Saxophonquartett Nummer 3, das wir hören werden, gibt es in der Fassung für Saxophonquartett wie auch für Saxophonquartett und Streichorchester oder Blasorchester. Im Rahmen des Franz Cibulka-Wettbewerbs 2019 wurde dieses Werk als eines der Pflichtstücke angeführt. Im ersten Satz, sehr rasch, wird das Hauptthema vorgestellt. Dieses zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Quartett. Im lyrischen zweiten Satz, Andante, wird die melodische Kunst des Komponisten hörbar. Attacca geht es in den dritten Satz über. Dieser Schlusssatz ist von Taktwechseln zwischen 3/8 und 2/4 geprägt und mündet in einem Walzer. Jetzt möchte ich die Mitglieder des Ensembles Four Saxes präsentieren. Peter Rosdorfer, Sopransaxophon, Daniela Rosdorfer, Altsaxophon, Eberhard Reiter, Tenorsaxophon, Markus Holzer, Baritonsaxophon. Viel Vergnügen.
So, als nächstes hören wir das Saxophonquartett vom in New York lebenden Schweizer Komponisten Daniel Schnieder. In diesem Werk bedient er sich gleichermaßen verschiedenster Elemente aus Klassik und Jazz. Die vier Sätze sind von lyrisch-melodisch bis hin zu jazzigem Funk breit gestreut. Dieses Werk, ursprünglich 1994 für Saxophonquartett komponiert, wurde vor 2 Jahren umgearbeitet und als Auftragswerk der Festspiele Erl in Tirol für Quartett plus Orchester aufgeführt. Thank you.
Thank you.
Das nächste Werk trägt den Titel Emotionen. Der Komponist ist Erich Urbaner, der heute seinen 85. Geburtstag feiert. Vor einem Monat haben wir hier in der Alten Schmiede ein ihm gewidmetes Konzert zu diesem Anlass veranstaltet. Sie können es übrigens jederzeit auf unserem YouTube-Kanal abrufen. Ich wünsche Herrn Professor Urbaner alles Gute zum Geburtstag und freue mich schon auf dieses anspruchsvolle Werk, das er 1984 für das berühmte Rascher Saxophonquartett komponiert hat. Es gibt ein Zitat vom Komponisten, es ist auf Englisch, aber ich würde es gern vorlesen. Rather than seeing to the mere clever variation or even their musical destruction, it seems to me more artistic to allow the structural elements in the musical material to blend into each other, not by their mere juxtaposition as unaltered pieces in a collage, but by allowing for their reciprocal and simultaneous mutual influence in digital space. Various influences were blended into this music. It is narrative music in which the destinies of chords and melodies are described, as well as the destinies of moods and their correlative experiences. This is not composing based upon historical music, but rather composing based upon the historical codes of music, which become broken open, newly combined and conglomerated with new sounds. Thus, something new is described. New tonal histories are created.
Thank you.
Wir hören jetzt Tetraton vom ungarischen Komponisten, Klarinettisten und Saxophonisten Theodor Burkali. Es wurde 1996 komponiert und von den vier Vollsaxes in Wien uraufgeführt. Aus dem Jahr 2004 gibt es eine Fassung für Streichquartett. Die Komposition weist manche Berührungspunkte mit der amerikanischen Minimal Music auf. Im Schlussteil nämlich sind Anleihen an New York Contrapoint von Steve Reich unüberhörbar. Thank you.
Wir kommen zum vorletzten Stück des heutigen Programms. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern bedanken, die heute bei uns waren. Besonderen Dank an die Komponisten, die heute dabei waren. Wir laden Sie ein, unseren Kanal zu abonnieren und freuen uns, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Das letzte Werk ist ein Saxophonquartett vom österreichischen Komponisten Helmut Rogl. Ich zitiere jetzt den Komponisten. Mein zweites Saxophonquartett Swinging Memories entstand als Auftragswerk zu einer Jubiläumsfeier und erklang erstmal im privaten Rahmen. Das Stück spielt mit Reminiszenzen an den Swing, der allerdings aus dem Blickwinkel der Moderne verstanden und entwickelt wird. Lässig, leicht und wie beiläufig entstehen melodische Bögen gleichsam aus einer Improvisation heraus, verdichten sich und ein vierstimmiges kontrapunktisches Netz wird gewebt. Kurze melodische Phrasen werden von Sopran und Altsaxophon eingeworfen und spielerisch imitiert, während die Bassfiguren stetig vorantreiben, bis zuletzt wieder alle vier Saxophone gemeinsam in eine Schlusssteigerung führen. Musik hat die Magie. All das Vergangene tönt lebendig nach. Viel Vergnügen. Thank you.
am Ende des Konzertes haben wir noch eine kleine Zugabe, ein sogenanntes Patchwork. Das Stück heißt wirklich so Patchwork, von Philipp Geist vorbereitet. Es ist ein Werk mit minimalen Zügen, aber natürlich auch mit ein bisschen einer Überraschung zum Ende. Sie werden es hören und auch sehen ein bisschen auf der Bühne. Es freut mich sehr für die Einladung, lieber Alejandro. Dankeschön für die Einladung. Sollten Sie an der Musik interessiert sein, wir haben nicht alle Werke, aber einige davon auch aufgenommen. Schauen Sie einfach auf ForSuccess, also 4SAX, ForSuccess.com. Da finden Sie die Werke. Und danke, dass Sie heute dabei waren. Und wir verabschieden uns jetzt mit Patchwork von Philipp Geis. Es verabschieden sich Peter Rohrsdorf am Sopransaxophon, Daniela Rohrsdorf am Altsaxophon, Eberhard Reiter am Tenorsaxophon und Markus Holz am Baritonsaxophon. Dankeschön fürs Zuhören. Capone, who pay you, po, po, po.